Es ist eine große Freude für uns alle, glaube ich, hier Menschen vor uns zu sehen und keine Monitore mehr, keine virtuellen Pressekonferenzen. Hoffentlich hält das an, dieses gute Gefühl. Ich begrüße Sie alle, euch alle ganz, ganz herzlich zu dieser PK, der wir die Überschrift gegeben haben. Auftakt, Auftakt in eine neue Saison, in eine spannende, in eine tolle, hoffentlich, Saison der zweiten Fußball-Bundesliga. Auftakt auch deshalb, weil wir einen neuen Trainer präsentieren können. Herzlich willkommen, Christian Preußer. Danke. Und flankiert wird er von zwei Vorständen von Fortuna Düsseldorf, Klaus Allofs und Uwe Klein. Ja, ich will gar nicht viel Vorrede machen. Wir wollen auch keine Eingangsstatements loswerden hier, sondern die Fragen kommen ausschließlich heute von den anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Und damit Feuer frei, bitte. Genau, wir haben ein Mikrofon da aufgestellt. Gut. Danke. Wenn ihr so lieb seid, damit Christian auch einen kleinen Eindruck bekommt, wer ihn da gerade fragt, dass ihr kurz einmal, euch einmal die Maske vorstellt, runter. Die Maske kurz. Dann nehme ich dafür die Maske. Dafür darf sie runter, ja. Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen, Herr Preußer. Bernd Jolitz von der Rheinischen Post, mein Name. Und ich habe Ihr Eingangsvideo mit dem Tino Polster verfolgt. Und da haben Sie sehr nett geschildert, dass Sie hier sicher noch Probleme mit den Wegen bei der Arena hatten. Viele unterschiedliche Zuwege und so. Wie ist denn überhaupt Ihr erster Eindruck von Düsseldorf? Haben Sie sich da schon ein bisschen umgeschaut in der Stadt? Kennen Sie sie vielleicht sogar? Und damit direkt im Zusammenhang, wohnen Sie ja auch schon oder noch im Hotel? Ja, viele Fragen auf einmal. Ich möchte erstmal alle auch recht herzlich von meiner Seite begrüßen. Freue mich sehr, dass ich jetzt hier sein darf und wir ja so diesen ersten offiziellen Aufschlag haben. Den einen oder anderen habe ich ja schon kennengelernt bei so einer virtuellen Runde und es ist super, dass wir uns jetzt mal in die Augen gucken können. Die Fragen abzuarbeiten ist so, dass ich jetzt seit Mittwoch hier, Dienstagabend hier bin und jetzt am Anfang natürlich im Hotel bin. Wir haben jetzt relativ viel und intensive Gespräche gehabt. Es gibt ganz, ganz viel zu planen und zu organisieren. Das war so ein bisschen der Tagesablauf der letzten zwei, drei Tage. Deswegen hatte ich jetzt wenig Zeit, mir die Stadt anzusehen oder andere Gegebenheiten kennenzulernen. Aber was ich sagen kann, und das habe ich ja im Video dann auch schon gesagt, dass es sehr wuchtig ist und sehr, sehr verwinkelt. Und den Raum kenne ich jetzt auch noch nicht und bin jetzt auch das erste Mal hier. Aber ich habe den Eindruck, dass ich hier sehr, sehr familiär empfangen worden bin und freue mich jetzt einfach, dass es losgeht. Und aber es gibt auch viel zu tun. Von daher haben wir keine Zeit zu verlieren und müssen losstarten. Die Frage war auch, wo wohnst du? Ah, ja. Wie bist du untergekommen hier? Also tatsächlich im Hotel und habe mir gestern auch schon eine Wohnung angesehen. Das wird noch weitergehen. Also ich möchte so schnell wie möglich auch hier ankommen, wohnlich ankommen. Aber der Übergang wird natürlich im Hotel sein. Vielleicht darf ich dann nochmal nachfragen. Düsseldorf ist ja eine Stadt mit einem reichen Angebot. Mittlerweile darf man auch sogar ohne einen Test draußen in einem Café oder einem Restaurant sitzen. Hast du das schon mal wahrgenommen? Ganz wenig, wenn ich ehrlich bin, weil wir wirklich viele Themen jetzt schon hatten. Ich war ja auch noch sehr lange beim SC Freiburg eingespannt. Von daher war jetzt wirklich wenig Übergangszeit da. Klar, die Landschaft habe ich ein bisschen gesehen, ein paar Menschen habe ich gesehen. Das Wetter habe ich wahrgenommen, es war sehr warm jetzt die letzten Tage, aber viel mehr ist es dann tatsächlich noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich nach dem Trainingslager das erste Mal richtig losgehen. Dann die nächste Wortmeldung. Ja, hallo, Herr Preußer, Johnny Costa von der Rheinischen Post. Ich habe eine Frage, wenn Sie jetzt gerade in der Kennenlernphase sind, auch mit Ihrer Mannschaft, gehen Sie das systematisch an, also dass Sie wie so eine Excel-Datei haben und so abhaken, mit dem habe ich schon geredet und mit dem kommt noch dran oder machen Sie es intuitiv, wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man prioritisieren muss. Es ist so, dass wir ein paar Nationalspiele hatten. Es war so, dass wir U21, der Christoph Klara war jetzt weg gewesen. Mit dem muss man dann organisatorische Sachen besprechen. Wann steigt er wieder ein? Dann haben wir den Leo Kutris, der bei der Nationalmannschaft war. David Kownacki ist jetzt auch noch bei der EM unterwegs. Also so die Abarbeitung erfolgt so nach Themenlage. Also Nationalspieler, verletzte Spieler haben wir. Den einen oder anderen, mit dem man mal im Austausch war. Also das waren so die ersten Jungs, mit denen ich gesprochen habe. Und was jetzt super war in der Diagnostik, hat man jetzt alle das erste Mal persönlich dann auch gesehen, konnte man ein bisschen über den Urlaub reden. Aber richtig inhaltlich geht es dann am Samstag los, wenn wir das erste Mal alle zusammen sind. Noch eine Frage an die Herren Allofs und Klein. Wenn man irgendwo neu ist, dann genießt man ja in der Regel Welpenschutz. Wie lange gestehen Sie Herrn Preußer zu, zum Beispiel in den falschen Meetingraum zu laufen und das noch nicht zu kennen? Also wie lange ist die Akklimatisierungszeit, die Sie ihm hier so geben?
Ja, üblicherweise ist es 100 Tage, ne? Dass man nach 100 Tagen so eine erste Bilanz zieht, ob jemand fehlerfrei durchs Gelände kommt. Ja, aber ich glaube, dass wir Christian sehr schnell, glaube ich, Intus haben, hier die Räumlichkeiten kennenzulernen, die Gegebenheiten kennenzulernen. Wir hoffen ja auch, dass wir jetzt so langsam in eine Phase einsteigen, wo man sich auch näher kommen kann und wo man die Menschen eben auch nicht nur hinter Masken sieht, sondern eben auch ihnen ins Gesicht sehen kann und von daher auch sehr viel schneller auch eine Verbindung aufbauen kann. Also ich glaube, das wird sehr schnell gehen. Im Sportlichen, das wissen wir ja, wie das geht. Die Frage hätte ich eigentlich an Sie stellen müssen. Wie lange geben Sie dem Trainer da diese Zeit, um zu zeigen, was er drauf hat oder um erste Resultate vorzuweisen? Nein, also wir wissen ja, wir haben diese Wahl ja ganz bewusst getroffen, haben uns sehr viel Mühe gegeben bei der Trainerauswahl und glauben, dass wir wirklich die absolut richtige Entscheidung getroffen haben. Von daher gehen wir mit sehr viel Zuversicht, mit sehr viel Optimismus gehen wir in diese neue Saison. Wir wissen aber auch, dass man im Sport auch nicht einfach einen Schalter umlegen kann, sondern dass man auch von vielen anderen Dingen eben auch abhängig ist. Und von daher, Uwe kennt das aus langer Zeit, ich kenne das noch ein bisschen länger. Ich weiß, dass im Sport auch Geduld ein wichtiger Faktor ist. Und diese Geduld werden wir aufbringen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir sehr schnell da auch in den richtigen Flow reinkommen und auch rechtzeitig dann auch oder frühzeitig eben auch Fortschritte und Resultate sehen können. Ja, schönen guten Tag, Herr Preußer. Marco Wiefel vom Fernsehen der Sky. Herr Preußer, Herr Laufs hat es gerade geschildert. Sie rücken zwangsläufig mehr in den Fokus. Es wird medial alles größer, es wird insgesamt alles interessanter. Wie richten Sie sich auf sowas ein, beziehungsweise haben Sie sich darauf in irgendeiner Form vorbereitet oder lassen Sie sich das auf sich zukommen nach dem Motto, es ist auch nur in Anführungszeichen Fußball? Es soll nur Fußball sein und es soll um den Inhalt gehen, aber natürlich ist das jetzt eine Erfahrung, die ich das erste Mal mache mit so viel Medienpräsenz. Ich glaube, ich bin gut vorbereitet, ich werde Erfahrung sammeln, ich werde positive, negative Erfahrungen sammeln, aber das gehört dann dazu, wenn man sich für diesen Schritt entscheidet. Wir haben sehr, sehr intensive Gespräche geführt, das ist natürlich auch ein Thema gewesen. Wie geht man mit der Medienlandschaft um, was können für kritische Stimmen kommen, wie wird man eingeordnet? Ich fühle mich sicher in den Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Ich fühle mich sicher in den Aufgaben, die jetzt vor uns liegen. Ich freue mich total auf Samstag, dass es mit der Mannschaft dann losgeht, dass wir losstarten können. Aber ich bin selbst gespannt. Ich bin sehr aufgeschlossen. Ich beobachte das natürlich auch ganz genau, was da jetzt passiert. Das wird mehr werden, aber am Ende des Tages soll es dann doch um 11 gegen 11 auf dem Rasen gehen. So, Bernd Jolitz nochmal. Sie haben ja gerade angesprochen, dass Sie auch mit Verletzten schon gesprochen haben. Ich hatte dieser Tage ein Interview mit dem Thomas Pledel gemacht, der sich sehr, sehr positiv dazu geäußert hatte. Damit hatte er gar nicht gerechnet, dass der neue Trainer gleich den Kontakt zu ihm sucht. Wie wichtig ist Ihnen überhaupt so das Menschliche bei dem Geschäft? Also wie viel Einfluss hat das Menschliche auf die sportliche Leistung in Ihren Augen der Spieler? Am Ende des Tages wird es immer ein Zusammenspiel zwischen Trainer und Spielern und zwischen Spielern, zwischen auch Medien und Mannschaft. So viele Zusammenhänge, die da aufeinandertreffen. Ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich habe mir das ganz bewusst so in der Reihenfolge ausgesucht, dass ich mit den Jungs spreche, die jetzt gar nicht auf dem Platz stehen können. Thomas hat eine schwere Verletzung, der aber auch die Möglichkeit hier bekommen hat, nach der Verletzung hier wieder einzusteigen. Das ist natürlich auch bemerkenswert. Und ich will nicht so sehr detailliert auf das Gespräch eingehen, aber er ist sehr motiviert, er freut sich sehr, dass es dann auch irgendwann wieder losgeht und da will ich ihm natürlich auch helfen, auch wenn es noch eine ganze Weile dauern wird. Und das ist mir sehr wichtig, dass alle das Gefühl haben, dass sie dazugehören, weil wir alle brauchen werden. Hallo Herr Preußer, Oliver Bitter vom Kicker. Sie haben sich hier ein Bild gemacht von der Mannschaft, sicher durch Videos, Studium der Spiele der vorigen Saison. In welchem Bereich sehen Sie denn vor allem die Notwendigkeit, den Kader noch umzubauen, zu verändern? Welche Mannschaftsteil zum Beispiel? Ja, und ich konnte mir tatsächlich erst ein Bild über die Videosequenzen holen. Das ist natürlich dann nochmal anders, wenn man auf dem Trainingsplatz steht, wenn man nicht nur Spiele sieht, sondern auch Trainingseinheiten, auch Vor- und Nachbereitung zu Trainingseinheiten. Das wird dann schon nochmal wichtig werden.
Das ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, wie möchte ich Fußball spielen, welche Ideen kann ich mit reinbringen. Da sind wir sehr klar, was wir wollen. Wir werden uns auf die zweite Liga sehr detailliert einstellen müssen, weil ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen auf uns warten. Wir werden gegen tiefstehende Gegner spielen, wir werden gegen Offensivmannschaften spielen, wir werden gegen Standardmannschaften spielen. Und die Idee ist, dass wir das jetzt in den 5 Wochen Vorbereitung starten, dass wir erste Sachen festlegen und dann aber auch über die Spiele in so einen Rhythmus reinkommen. Also da gehört natürlich auch das Personal zu. Ich weiß nicht, ob die Frage darauf ausgerichtet war. Da sind wir natürlich auch in Gesprächen. Wir gucken, wie wir den Kader noch verstärken können. Da sind wir, wie gesagt, in guten Gesprächen. Ich habe da die Scouting-Abteilung auch schon sehr intensiv kennengelernt. Auch mit Uwe und Klaus haben wir sehr, sehr viele Themen schon besprochen. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe, den Kader dann auch punktuell zu verstärken. Was extrem gut ist, dass die Mannschaft im Kern steht. Wir werden keinen großen Umbruch haben. Wir werden einige Spieler dazu holen, aber der Kern ist da. Und was mich total freut, ist, dass Adam Bocek und Raphael Wolf dann auch verlängert haben. Das war ja dann auch ein großes Thema gleich am Anfang. Die Jungs können uns richtig helfen mit ihrer Erfahrung, aber auch als Ideengeber und gleichzeitig als sportlichen Wert brauchen wir die Jungs beide. Ja, hallo zusammen, Dirk Rümpelmann von der BILD. Die zweite Liga ist ja von den Namen sicherlich die interessanteste, die es jemals gab, wahrscheinlich auch die stärkste. Wie sehen Sie denn da die Rolle von Fortuna, beziehungsweise wie sehen Sie die Chancen auf einen möglichen Aufstieg? Ja, das war die indirekte Frage nach dem Saisonziel. Das nehme ich genauso wahr. Es ist natürlich so, dass die, wie Sie haben es selber gesagt, dass die Liga sehr, sehr starke, sehr, sehr namhafte Mannschaften da vertreten sind. Fortuna Düsseldorf ist auch namhaft. Wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen ehrgeizig sein, wir wollen aber auch, und das soll, dafür will ich dann auch stehen, offensiv auftreten. Und wie wir uns dann einordnen, das hängt noch von so vielen Faktoren ab. Wie starten die Konkurrenten in die Saison? Wie stellen wir uns personell noch auf? Wie läuft die Vorbereitungsphase? Dann gibt es, ich bin jetzt schon ein paar Mal aufgestiegen in meinem Leben, dann gibt es ein paar Sachen, die man jetzt noch nicht besprechen kann oder berücksichtigen kann. Wie ist die Verletzten-Situation? Wie kommen wir durch Phasen durch, die vielleicht nicht laufen? Von daher ganz viele Unbekannte. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir ehrgeizig sind und dass wir schon von Anfang an auch oben mit dabei sein wollen. Nochmal Gianni Costa. Hallo. Ja, noch zwei Fragen habe ich. Die eine Frage ist, Sie haben bei der einen oder anderen oder bei dem einen oder anderen schon hospitiert, haben sich das angeschaut. Kann man auch Medienarbeit da lernen oder ist das was, Sie haben es gerade selber angesprochen, also was das Umfeld angeht, wo Sie sagen, da muss man einfach jetzt ins kalte Wasser rein, muss versuchen, Fragen zu umdribbeln oder muss versuchen, sich da halt eben so zu positionieren, wie man das will? Die Frage umdribbel ich nicht. Es ist so, dass das kommt dann einfach. Also ich glaube, dass man sich da nicht unauthentisch vorbereiten kann, dass man dazu verkrampft reingehen sollte. Klar, das ist das erste Mal jetzt hier, dass ich hier sitze, aber das kommt dann einfach auf mich zu. Ich bin da aufgeschlossen, bin gespannt, wie es wird, will dem die Wichtigkeit aber trotzdem geben, weil es natürlich absolut dazugehört. Ich unterschätze das nicht, aber gleichzeitig will ich den Fokus auch auf die Inhalte und auf die Mannschaft legen. Das kann gerne zusammenspielen. Ich glaube, dass ich ganz gut trennen kann und das habe ich mir mal vorgenommen. Aber wie es dann kommt, werden wir sehen. Sie glauben es kaum, aber wir reden sogar über Inhalte. Also zum Beispiel Testspiele, die ja anstehen. Können Sie vielleicht ein bisschen was zu der Dramaturgie erzählen? Sie haben ja wahrscheinlich daran mitgewirkt, welcher Gegner, wann, wie, wo, gegen wen Sie dann spielen. Ja. Was das für Sie für eine Bedeutung hat, mit welchem vielleicht Spannungsaufbau Sie da rechnen? Wenn man die Testspielreihenfolge sieht, ist es so, dass wir gegen unterklassige Gegner starten. Das ist so der übliche Werdegang, weil wir dann auch am Anfang vielleicht auch viele Themen mit Ball besprechen. Später wird die Gegnerstärke größer werden. Da werden es dann auch namhaftigere Gegner. Der Ankerpunkt ist das Trainingslager. Da werden wir 2 Testspiele haben. Da wollen wir sehr, sehr viele Inhalte vermitteln. Am Anfang ist es so, dass es nicht zum Reinkommen ist. Es ist schon wichtig, dass wir die ersten Testspiele auch gut machen. Aber es werden noch nicht alle da sein. Ich habe schon gesagt, ein paar Länderspieler kommen dann auch erst später zurück. Aber der Aufbau ist klar. Organisation war relativ weit schon, als ich gekommen bin. Also es war jetzt nicht mehr so sehr viel möglich, viele Sachen zu verändern. Aber ich bin jetzt mit dem Vorbereitungsplan zufrieden. Wir können die Inhalte umsetzen. Und dann geht es wahrscheinlich auch relativ schnell. Also Trainingslager kommt dann und dann kommt irgendwann der letzte Test. Dann haben wir auch mal einen Spielplan, dann wissen wir, gegen wen wir spielen. Also es geht jetzt wahrscheinlich Schlag auf Schlag. Aber die Vorbereitungsphase in der Planung ist jetzt gut für mich abgeschlossen. Der Kicker mit Olli Bitter. Herr Preußer, sind ja viele Clubs mit großem Namen in der zweiten Liga. Gibt es da irgendeine besondere Beziehung, wo Sie sagen, das ist ein Spiel, auf das ich mich besonders freue, weil da vielleicht ein
ein Trainerkollege dabei ist, den Sie aus der Vergangenheit noch kennen oder ein Spieler, den Sie gefördert haben oder ein besonderes Stadion, das Sie sehr reizt? Ja, es ist natürlich ein bisschen emotional, weil ich jetzt mit ein paar Spielern in Freiburg auch aufgestiegen bin, die jetzt in die zweite Liga gewechselt sind. Ich habe sehr, sehr viele Spieler begleitet die letzten 4, 5 Jahre, die dann auch jetzt in der zweiten Liga angekommen sind. Also darauf freue ich mich dann schon, dass man einen Lino Tempelmann in Nürnberg sieht oder einen Christoph Daferner in Dresden oder jetzt auch einen Luca Herrmann in Dresden. Das wird ganz cool, aber es geht gar nicht darum, ob das denn cool für mich ist, dass ich die mal wiedersehe, sondern wir wollen dann schon in einem sportlichen Wettbewerb zueinander stehen. Aber wenn Sie mich darauf fragen, darauf freue ich mich, weil die Jungs denn jetzt einfach in der zweiten Liga angekommen sind und sie haben es sich hart erarbeitet. Das war mit einigen ein sehr, sehr langer Weg. Marvin Pieringer hat jetzt im Winter auch die ersten Fußschritte in der zweiten Liga in Würzburg gemacht. Also da sind so viele persönliche Geschichten, weil ich so viele Spieler jetzt schon begleitet habe. Darauf freut man sich, aber ich freue mich in erster Linie mal auf unsere Mannschaft, dass wir Samstag loslegen und dann selber Akzente setzen. Bernd Jolitz. Ich hätte noch mal eine Frage an den Uwe Klein. Und zwar ist es schwierig, wenn der Christian Preußer jetzt daneben sitzt. Aber ich kann mir vorstellen, in etwa, wie man Spieler scoutet und so. Aber wie scoutet man eigentlich einen Trainer? Das heißt, was hat euch auf Christian Preußer gebracht? Kanntest du ihn vorher? Kann man sich Videos von Trainern angucken? Oder wie macht man das? Ja, das kann man natürlich schon. Aber in erster Linie schaut man natürlich halt auch mal, was so in den letzten Jahren bei dem einen oder anderen Trainer passiert ist. Und bei Christian ist es also so, dass er auch ein Trainer ist, der für Kontinuität steht. Er war sehr, sehr lange bei Rot-Weiß Erfurt in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem dann auch als Trainer. Und zuletzt halt auch dann beim SC Freiburg über 5 Jahre kontinuierlich gearbeitet zu haben, dort aufgestiegen zu sein, dann in die Regionalliga und jetzt auch nochmal aufgestiegen in die dritte Liga und natürlich halt auch die Entwicklung der jungen Spieler, was natürlich hier auch bei Fortuna mit im Vordergrund stehen muss. Wir haben ja gerade im letzten Jahr auch einiges an jungen Spielern mit langfristigen Verträgen ausgestattet und natürlich dann auch ein Stück weit den Fokus auf einen passenden Trainer gelegt, der auch in den vergangenen Jahren schon gezeigt hat, Spieler entwickeln zu können und halt auch Spieler besser machen zu können. Und das ist sicherlich eine große Gabe, die er mitbringt und wo wir natürlich halt auch hoffen, dass er dieses mit unseren jungen Spielern so fortsetzt und dadurch halt auch für den Verein einen Mehrwert generieren. Es nähert sich wieder Olli Bitter. Ja, an Herrn Preußer nochmal die Frage. Bei Marco Rose war es klar, als er wechselte von der einen Borussia zur anderen, er nimmt keinen Spieler mit von Gladbach nach Dortmund. Gibt es bei Ihnen vielleicht eine Idee von einem Spieler, der in Freiburg, für den vielleicht die Bundesliga noch eine Nummer zu groß ist, wo man dann aber sagt, Düsseldorf wäre so ein Schritt, dass man ein Leihgeschäft vielleicht vereinbaren könnte, ein Talent oder irgendeinen anderen Spieler da mitzunehmen? Ja, ich kann jetzt nicht so viele Internes über den SC Freiburg preisgeben, aber mit den jungen Spielern haben wir einen sehr detaillierten Plan aufgearbeitet und der, und das muss man schon sagen, diesen vereinshistorischen Schritt, den wir da geschafft haben, in die dritte Liga aufzusteigen, ist ganz zentraler Punkt bei den jungen Spielern. Also wir glauben schon, dass, also wir im Sinne vom SC Freiburg, jetzt wenn nicht wir, ist Fortuna Düsseldorf, aber in Freiburg haben wir geglaubt, dass dieser Schritt auch die Spieler dazu befähigt, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und die dritte Liga hat einen totalen Mehrwert für die Spieler. Dann sind sie vertraglich natürlich sehr, sehr lange an den SC Freiburg gebunden. Dann wird man da vielleicht über eine Laie reden können, aber wir glauben einfach, oder wir, der SC Freiburg glaubt, dass die dritte Liga dann für die jungen Spieler der nächste Schritt sein soll. Und von daher kamen die Spieler jetzt kurzfristig für Fortuna Düsseldorf nicht in Frage. Im Moment leider keine Aktivität im Auditorium. Vielleicht kommt noch ein Handzeichen oder ein Kollege nähert sich dem Mikrofon. Jawohl, es ist Gianni Costa. Genau wegen dieser Einleitung fürchtet man so ein bisschen hier ans Mikrofon zu gehen, aber trotzdem nehme ich es natürlich gerne auf mich. Grüße an alle da draußen auch. Vielleicht nochmal, Uwe, die Frage an dich. Ich muss mich jetzt wieder sammeln und Kontenance erstmal aufbauen. Gab es schon Wünsche, die du deinem neuen Trainer abschlagen musstest oder konntest du ihn bisher wunschlos glücklich machen?
Naja, wir haben natürlich auch schon im Vorhinein über Transferaktivitäten gesprochen, auch in den letzten Wochen und auch in der Zeit, wo wir im Kontakt gestanden sind, welche Positionen möglicherweise bei uns neu besetzt werden könnten. Und ist halt auch ein Spieler, der ja bei uns schon unter Vertrag steht, jetzt mit Niklas Szczepanowski, ein Spieler schon dazugekommen. Und was die anderen Positionen anbetrifft, haben wir auch im Vorfeld schon natürlich drüber gesprochen und ist halt auch klar, ist so, wie es auch im vergangenen Jahr war, dass sicherlich es für uns erst dann Sinn macht, wenn ein Spieler dabei ist, der uns wirklich halt auch besser macht und nicht nur in der Breite verstärken kann, sondern wir wollen versuchen, Spieler zu holen, die uns in der Spitze besser machen. Und da sind wir natürlich im Austausch gewesen und haben auch natürlich eine entsprechende Liste vorbereitet und auch so weit vorbereitet, dass wir da glauben, auch in den nächsten Tagen vielleicht halt auch mal zum Ziel zu kommen bei dem einen oder anderen Spieler. Das ist alles in Absprache natürlich mit der Scouting-Abteilung und halt auch mit Christian in den letzten Wochen passiert. Aus Angst davor, hier nochmal hin zu müssen, stelle ich noch eine zweite Frage. Herr Allos, inwiefern sind Sie vielleicht auch, wie soll man das ausdrücken, ja, Ratgeber, Berater auch für jemanden wie Christian Preußer, ohne Uwe Klein da jetzt ausschließen zu wollen, aber dass Sie ihn auch mal zur Seite nehmen, immer mal wieder vielleicht auch versuchen, mit ihm Themen abzuarbeiten, die abseits dessen sind, was so das reine Kerngeschäft Trainingsarbeit angeht? Ja, wir sehen uns, insgesamt sehen wir uns als Team. Also das, und das geht nicht nur, dass jeder seinen Bereich hat, sondern das ist übergreifend. Und so war es aber auch schon in der Beziehung zu Uwe Rösler, dass wir dort eben sehr viele Gespräche geführt haben und dass man sich über taktische Dinge ausgetauscht hat. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber auch wenn wir über Medienthemen zum Beispiel umgehen, wenn wir daran denken, ich glaube, da kann ich schon den einen oder anderen Ratschlag geben und wir sehen uns wirklich als Team und wir wollen uns alle gemeinsam weiterentwickeln und von daher, glaube ich, war deine Einschätzung eben, dass man davor Respekt haben muss, das ist klar, das ist eine neue Aufgabe und das in einer großen Stadt und auch vielleicht in einem größeren Verein, aber ich glaube, im Team kann man diese Aufgaben sehr gut lösen und ich glaube, dass wir da gut vorbereitet sind. Also wir pflegen da einen ganz engen Austausch ich glaube, dass das Signal, was wir gesetzt haben, eben auch eben mit der Verpflichtung von Christian, glaube ich, ist ja auch, dass wir vielleicht einen etwas anderen Weg gegangen sind, vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, die man von uns vielleicht nicht so erwartet hat, aber dass wir eben auch sagen, wir wollen hier gemeinsam etwas entwickeln und da sind wir alle, wie gesagt, in einem Boot. Ich nehme da Tino eben auch mit ins Boot, was das angeht, weil gerade eben diese Medien, der Umgang mit den Medien, glaube ich, ist eine wichtige Sache und da kann man von der Erfahrung, die jeder von uns eben in der Vergangenheit gemacht hat, glaube ich, sehr profitieren und also es wird ein Miteinander sein, das ist klar. Ja, um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, das war ja auch in der Auswahl des Trainers in den Gesprächen mit Christian schon wirklich richtig gut, weil wir natürlich halt auch wissen, dass ein Traditionsverein wie Fortuna Düsseldorf nicht nur trainiert werden muss, sondern auch moderiert werden muss und das hat er in den Gesprächen mit uns gegenüber sehr, sehr gut damals schon vorgestellt und deswegen, da sind wir auch absolut von überzeugt und ich glaube, so wie er sich halt auch in der ersten kleineren Medienrunde und auch hier heute vorgestellt hat, glaube ich, dass wir hier absolut auf dem richtigen Weg sind. Morten Ritter, Deutsche Presseagentur, hallo. Aus Freiburg bringen Sie keine Spieler mit, aber sicherlich viele Eindrücke und viele Jahre Arbeit. Sie haben da mit einem ganz besonderen Trainer auch mehr oder weniger zusammengearbeitet. Schildern Sie doch mal, was ist für ein Typ, was können Sie da mitnehmen, was können Sie mitbringen und Ja, sehr gerne. Also natürlich ist Christian Streich prägend für meinen Trainerwerdegang. Ich habe mich damals ganz bewusst nach Rot-Weiß Erfurt für den SC Freiburg entschieden, weil es von Anfang an so war, dass wir ähnlich wie jetzt hier auch, dass es familiär sein soll, das soll ein Miteinander sein und das nehme ich natürlich auf jeden Fall mit. Christian Streich hat mich da sehr über die Schulter schauen lassen. Ich war sehr, sehr nah dran, aber nicht nur Christian Streich, sondern der gesamte Verein, das komplette Trainerteam und man hat ja als Trainer eine Idee und die hat man ja auch persönlich entwickelt, aber natürlich habe ich dadurch Einflüsse auch mitgenommen und bin auch sehr, sehr dankbar über die Zeit
in Freiburg. Ich finde, dass es der perfekte Abgang jetzt auch war. Also das ist ja dann oft so, dass Trainer den Zeitpunkt, wo sie dann gehen, nicht selber bestimmen können. Das war natürlich dort auch der Fall. Und von daher war das so eine runde Sache und so ein perfekter Abschied jetzt, dass ich da ganz, ganz viel mitnehme. Aber gleichzeitig, das will ich auch betonen, weil die Entscheidung, dass ich den Verein, den SC Freiburg dann verlasse, ist im Januar schon gefallen. Und da war es noch nicht klar, wie es weitergeht, weil ich es mir ganz bewusst gesetzt habe, dass ich jetzt den nächsten Schritt machen möchte. Dass das jetzt hier bei Fortuna Düsseldorf ist, ist natürlich sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das gemeinsam hier anpacken und glaube, dass es richtig gut werden kann. So, ich gucke nochmal. Ich sehe im Moment nicht mehr den Willen, eine weitere Frage zu stellen. Ist das richtig? Wenn ihr mir einfach mal ein Zeichen gebt, ob wir das an dieser Stelle dann beenden wollen und können. Das sieht genau so aus. Also, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich im Namen aller hier auf dem Podium bedanken und auch die Hoffnung aussprechen, dass das bitte nicht das letzte Mal gewesen sein möge, dass wir tatsächlich persönlich zueinander kommen können. Also, vielen Dank euch für das Interesse an dieser Pressekonferenz und ich darf uns einfach mal einen guten Verlauf dieser Saison und vor allen Dingen zunächst mal der Vorbereitung wünschen. Dir viel Glück, Christian, und ja, morgen ist das erste Training auf dem Platz und da ist die Wahrheit. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.